Ja, es ist sehr schön, hier auf der ITSA die Studie vorstellen zu können. Zum einen mal, um sie zu präsentieren, aber natürlich auch, um die Studie auch einen Realitätscheck zu unterziehen. Also in der Studie haben wir gesehen, dass in etwa 70% aller deutschen Unternehmen sich gut bzw. sehr gut aufgestellt fühlen, was das Thema Cybersicherheit anbelangt und wie gut, dass sie geschützt sind. Das ist aber eher so die Sicht des Vorstands. Wenn man jetzt da mehr in die Fachabteilungen reingeht, dann sieht man hier schon ein anderes Bild. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut von Angriffen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, sieht man zum Beispiel, in den letzten 12 Monaten hat alleine Ransomware einen Schaden von 16 Milliarden Euro verursacht. Also gut aufgestellt heißt jetzt kein Schaden von 16 Milliarden aus meiner Sicht. Und die Gespräche, die wir hier schon gehabt haben mit Kunden als auch mit Lieferanten, zeigen auch ein ähnliches Bild. Also gerade im Mittelstand sehen wir jetzt extrem hohes Potenzial. Die Angriffe konzentrieren sich jetzt immer mehr auch auf den Mittelstand und der ist leider Gottes noch nicht so aufgestellt, wie er eigentlich sein sollte. Es fängt bei Datenklassifizierung zum Beispiel an, geht aber auch in die Erkennung von Angriffen. Hier auch ein Beispiel. Viele Unternehmen glauben, dass sie innerhalb von Minuten auf Inzidenz reagieren können und andere Unternehmen glauben, dass sie innerhalb von Stunden reagieren können. Also diese zwei Klassen ergeben in etwa 60%, aber die Realität ist meiner Meinung nach und auch die meiner Security-Kollegen eine ganz andere, dass die meisten Unternehmen eigentlich erst in Tagen reagieren können. Und das ist halt etwas, ein sehr, sehr klares Bild, was sich jetzt hier herauskristallisiert hat. Ein zweiter Punkt, der mich auch schon in vielen Gesprächen jetzt beschäftigt hat, ist NIS 2, was ab 16. Oktober 2024 aktiv sein wird. Hier wissen viele Unternehmen noch gar nicht, sind sie eigentlich betroffen, müssen sie was tun. Und hier reden wir von 36.000 Unternehmen ab 2024, die NIS 2 bezogen sich zertifizieren lassen müssen. Wir sehen als Allianz Digital über die NIS-Audits, die wir jetzt schon machen, dass die Unternehmen bei weitem nicht gut aufgestellt sind und noch sehr viel Nachholbedarf haben. Zum Glück machen wir hier immer Pre-Audits, um zu schauen, wie sind die Unternehmen aufgestellt, was machen sie, was müssen sie machen, damit sie dann eigentlich das richtige Audit auch wirklich bestehen können. Aber um ehrlich zu sein, auch das ist schwierig.